Connected. Oder? Also, Kaiser wurde... Bist du komplett weg? Okay. Ich glaube, ja, es ist der Sturm draußen bei unserem Director, ne? Nicht wundern. Wir sehen jetzt die Champion Selection nicht mehr, aber das ist nicht so das Problem, glaube ich. Vielleicht kriegen wir das gefixt. Die kann ich euch nämlich einblenden. Da sehen wir nur dann, wir sehen sie wieder. Okay, sehr schön. Mal sehen. Also, falls das mit unserem Director, also mit dem Internet ganz schlimm wird, kann ich zur Not nochmal einspringen und übernehmen. Ich habe alles bei mir eingestellt. Ich bin ready. Ich bin quasi in der Pole Position. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal trotzdem nochmal kurz so weiter. Und wir sehen hier Draven, Leona. Also, das mit dem Engage wegbannen hat nicht so ganz funktioniert. Leona into Pyke ist aber auch kein komplett einfaches Matchup. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Pop-Din, die wir hier jetzt haben. Und es ist auf jeden Fall ja auch, ja, es ist ein ganz, ganz anderer Approach. Also Draven ist ja wieder sehr, sehr Early Game fokussiert. Aber Pyke ist ja irgendwie auch wieder für dieses Early Game zuständig, aber ein bisschen gecounterpickt mit der Leona und so weiter und so fort. Wir haben wieder das Jungle-Matchup von Game 1. Ich gehe hier mit ganz, ganz viel gemischten Gefühlen, nenne ich es jetzt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Gehe ich hier mal noch durch diesen Draft und ich bin mir absolut nicht sicher, wen ich hier gerade vorne sehen soll. Ich muss sagen, ich finde, dass Ese quasi ihren ersten Draft jetzt verbessert hat. Also... Sie haben wieder Late Game über Ornn und Jinx, aber sie haben über Pyke, Syndra und Wukong jetzt auch durchaus Mid- und Early Game Optionen sich offen gehalten. Ich fürchte nur, dass die DKB Diamonds Raw sich gesagt haben, Wombo Combo it is! Und die einfach so viel Damage sich zusammen gedraftet haben. Ich glaube, es wird schwer, dass das hier kein Sieg für die DKB Diamonds Raw wird, wenn ich ehrlich bin. Also, wir müssen das echt überlegen. Nee, wir lassen das Caster-Curse-Ding. Wir lassen einfach Ese gegen DKB spielen und wir sehen dann wirklich, wer das bessere Team ist. Die beiden Games sind durch. Man hatte Zeit zu adapten. Man hatte Zeit, so kleine Mind-Games wie das mit dem Gragas jetzt auch zu machen. Ja, zweimal bannen, zu sehen, ja doch, sie gehen immer für den Wukong-First-Pick. Wir lassen den einfach mal offen und picken ihn dann selber. Hat funktioniert. Wo siehst du denn gerade potenzielle Schwachstellen vom DKB-Draft? Ehrlich gesagt sehe ich gar nicht so viele Schwachstellen. Also wir haben Early-Game-Optionen hier über den Sylas zum Beispiel. Wir haben Optionen mit dem Sylas auch mal zu roamen, die Botlane zu besuchen, den Draven damit zu enablen. Wir haben Alex auf Jego, was an sich schon, also ne, wenn ich die beiden Namen in einem Satz erwähne, dann ist das immer gut. Wir haben oben den Gragas als absoluten Powerpick schlechthin momentan, den offen zu lassen und sich selber zu picken, einfach ein genius Move. Wir haben genug Tankiness über Gragas und Leona. Das Einzige, okay, ich sollte ja was Schlechtes sagen, ne? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass man mit einem Gragas Ultfass ein bisschen den Engage kaputt macht, den man vielleicht mit der Leona, mit dem Solar Flare gerade finden wollte. Also da muss man sich ein bisschen absprechen, damit man sich das nicht gegenseitig zerstört. Ja, also das ist schon sehr, sehr... Ich finde das Argument ein bisschen weak, bin ich ehrlich. Also du siehst eigentlich keine Schwachstellen. So. Nee, ich sehe keine. Ja, das ist, der Punkt ist halt, durch gute Kommunikation, oder was heißt gute Kommunikation, du musst einfach nur sagen, ich engage da und dann hat der Gragas sein Fass nicht zu casten. Oder du insects die Leute halt einfach. Also, ja, ne, auch du das. Du kannst auch, wenn die Leona die Backline ultet, dann schießt du halt die Backline in ihre Frontline und dann hast du alle auf einem Haufen. Nehmen wir. Ja. Ne? Oder wenn Leona die Frontline ultet, dann ultest du so zwischen die Backline, die Frontline und dann fliegt. Also, klar, es gibt da manchmal Umfälle und Upsis, die passieren können. Aber ich hoffe ganz, ganz schwer, dass Sprotte genauso auf dem Gragas überzeugen kann, wie er auf den anderen Champions, die er bisher gespielt hat. Muss man ja auch sagen. Ne? Also Champion Mastery ist ja da. Ne? Muss man ja wirklich so sagen. Und im Endeffekt, ich stimme dir natürlich komplett zu. Ich habe gedacht, ich sehe keine wirkliche Schwachstelle. Vielleicht siehst du eine, aber ja, es gibt natürlich immer kleine Angles.
Ja, ich meine, die Schwachstelle ist vielleicht, dass die Gegner auch einen sehr runden Draft haben und auch viele Möglichkeiten haben, einzeln mal jemanden zu catchen, was gerade für einen Draven, der ja grundsätzlich eher immobil ist, unangenehm sein kann. Also das sehe ich hier als Schwachstelle vielleicht, dass Shax aufpassen muss, wo er hingeht und dass er nicht alleine irgendwo lang tapern darf, so einmal durch den Jungle, la la la, das könnte sich rächen. Aber sonst, I love it. Shax hat natürlich diese Mechanik, dass er eben nicht irgendwie gecallt werden darf, dass da was passieren darf, also man darf nichts anbrennen lassen, sagen wir es mal so. Aber ja, ich glaube, es ist so ein bisschen das Game to lose für DKB, hätte ich jetzt behauptet. Ich bin auch übrigens ein professioneller Sylas-Hasser. Ich finde, ich spiele nur Melee-Champions, ja. Und ich finde diese Ability namens Kingslayer von Sylas, es ist eine unglaublich gute Ability. Wenn du so einen Wukong hast, der dich anjumpt, oder einen Pike, der dich anjumpt, die drücken dir Damage, dann healst du dich einfach wieder hoch, ne, weil du W drückst. Der Gegner kriegt verdammt viel Schaden. Und auch alle anderen, ne? Alle anderen Midi-Champions sind einfach unglaublich tanky. Also es ist wirklich vielleicht nur dieser Draven-Angle, dass man den vielleicht catchen könnte. Das wäre so vielleicht eine kleine Möglichkeit, aber sonst sieht das wirklich sehr, sehr solid aus. Also was mir halt gefällt, ist, was ihr noch nicht seht, was wir schon im Hintergrund sehen, ist, dass Jinx einen Cleanse mit hat. Also da kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht dann selber mit dem Carry mal überleben kann und damit so ein bisschen was halt wieder gut machen kann. Auf der anderen Seite hat Shax eben auch Exhaust plus Ignite auf Eddie. Also, die sind auch sehr explosiv. Und ich glaube, wir haben eine Ingame-Pause. Von daher müssen wir jetzt hier noch mal kurz ein bisschen abwarten. Was wir wieder sehen, ist das Ghost auf dem Wukong. Also, damit hat man sich sehr wohl gefühlt. Man kommt ja auch ohne Flash über Wände. Ne? Das stimmt natürlich. Okay. Ich suche weiterhin nach Schwachstellen. Ja, machen wir holen mal jetzt die Lupe raus. Eine Schwachstelle noch, die keine Schwachstelle ist wieder. Es ist wieder so eine Fake-Schwachstelle. Ist, dass es nicht perfekte Sylas Ultimates gibt zum Stealen. Ja, gut. Es ist keine Sejuani, aber es sind halt diesen. Nee, ich will dich trotzdem noch fragen. Vielleicht würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, wenn ich Sylas wäre in dem Matchup into Syndra, weil Range und Wave Clear und so, oder mache ich mir da Sorgen um nichts? Ja, ich sehe das Argument und das ist sicher auch, was den Farm angeht, ein Punkt, wo Fryro vielleicht gut gegenfarmen kann, aber es ist halt meistens noch kein Killing-Faktor, gerade wenn man eben Alex in der Nähe hat, der so ein bisschen auch um die Midlane rumhavert und eben vor diesem 2v2 beschützen kann oder in einem 2v2 beschützen kann. Denn ich glaube, das ist der größte Knackpunkt. Scatter the Weak into Ziggy Siegfried. Ne? Weak und Siegfried, das reimt sich fast. Das kann unangenehm werden. Also, das sehe ich ein. Das stimmt, ja. Aber auch da ist wieder, ne? Wenn Alex einfach da ist und da mit dem Heartbreaker ein bisschen gegensteuern kann, dann ist das nicht mehr so ein großes Problem. Weil in Game 1, da konnte ja Manamite mit seinen sehr, sehr guten Syndra-Roams überzeugen und ne, darauf stütze ich mich jetzt mehr oder weniger. Ich würde sagen, ne, die Pause ist vorbei. Bevor wir jetzt hier weiter rumraten, was vielleicht schlecht aussehen könnte, starten wir einfach ab ins Game rein. Und freuen uns darauf, was wir jetzt hier in Game 3 zu sehen bekommen, denn es ist ein Best of 3, das wird das alles entscheidende Game werden. Es ist das alles entscheidende Game und das fängt natürlich schon auf Level 1 an. Wir haben jetzt noch sehr viel über Champion Kits und alles geredet. Was, wenn man sich jetzt einfach sagt, hey Leute, wir haben einen Sylas, der hat ja so eine sehr, sehr schöne Kettenfähigkeit, womit er sehr, sehr gut C10 Leute anhüpfen kann. Wir machen Invade und dann passiert hier schon auf Level 1 irgendwelche krasse Banger-Action. Who knows? Die Ansätze waren ja da in den anderen Games bisher. Entsprechend sind wir jetzt, glaube ich, bald mal in-game. Ja, wir sind eigentlich in-game. Ich glaube, unser Director muss einmal den RTMP neu laden. Ich mache mal so lange auch noch mal kurz auf Pause. Ich merke schon. Denn eigentlich ist die Pause schon wieder vorbei. Nicht wundern. Und also von daher nicht wundern. Wir hatten eben eine lange Ingame-Pause, weil ich glaube, irgendwer disconnected war. Es scheint nicht nur bei uns zu stürmen, sondern auch bei den anderen.
Und ich würde sagen, damit gehen wir auch schon rein. Es gibt keine große Level 1 Action. Man versammelt sich so ein bisschen in der Mitte, aber das war's. Mann, das nervt mich jetzt aber. Ich hätte das ja schon gesehen. Frigo, der will hier ein bisschen anpoken. Der will hier vielleicht auch schon zeigen, wer den ersten Damage holt. Der gewinnt das Ding einfach, ne? Das Statement. Ich weiß eben nicht, ob er irgendwas dabei hat zum Stacken wie Mana Flow oder so. Der hat sich ja für First Strike entschieden. Was, glaube ich, auch ganz gut Sinn machen sollte, denn Mana Might, den kann er immer wieder so ein bisschen bullien in der Lane. Ich wollte gerade sagen, also er hat eben den Range-Faktor. Nicht wundern, ne? Das ist diesmal nicht unsere Schuld, der Freeze. Das war das gute alte Riot-Observing. Denn da bleibt man immer noch mal kurz hängen nach einer Pause. Da muss irgendwas noch mal nachgeholt werden. Aber ich hoffe, dass wir jetzt reibungslos ab ins Game starten. Und ja, First Strike sehe ich genauso. In dem Matchup kann man das absolut mitnehmen. Man kann sich eben Early Game schon viel Gold zusammensammeln und dann früh mit dem ersten Item auch die Fights suchen. Womit man ja mit Davut hier schon wieder auf dem Pike gute Möglichkeiten vielleicht hat. Ja, also der Pike, der war schon sehr, sehr stark letztes Game. Mana Might will mir ja sofort den Mund stopfen und sagen, ey, schau mal mein Level 1, was hast du gesagt hier? Ne, von wegen Syndra mit Range und so, ist mir egal. Sehr, sehr starker Trade von ihm. Also auch direkt ein Statement in der Lane, wenn ich das mal so sagen darf. Und können wir bitte noch über das Pathing der Jungler sprechen? Denn das ist gerade sehr speziell. Ja, Alex möchte hier in seine Topside rein, möchte Sprotte den Lead verschaffen. Und das ist, glaube ich, was, das man sogar mit diesem Gragas machen kann. Ne? Also, ich hatte es schon angesprochen, absoluter Powerpick, kann sehr viel Damage einfach über die Items, über die AP-Items dann sich anhäufen. Wir sehen ja hier, der Poke ist schon jetzt da. Der Sustain übers mal eben aus dem Fass trinken auch. Und von daher finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Man hätte vielleicht hier sogar einen Early Gank auf der Botlane ansetzen können. Oder man splittet die Map und geht jetzt wieder früh in Invaden. Okay, das ist Raptors into Blue, into Gromp, into Invade. Wer kennt's nicht? Das ist auch meine Lieblings-Clear, oder? Die mache ich jeden Dienstagmorgen. und genau deshalb wird, glaube ich, Siggi Siegfried das auch absolut nicht erwarten. Allerdings ist da eine Syndra, die auch mal Hallo sagt und den Viego wieder ein bisschen wegholt. Und auf der anderen Seite der Map, meanwhile, haben wir aber das First Blood von Sprotte. Also, das 1v1 First Blood, ne? Der braucht gar keine Hilfe da oben. Man kann einfach mal BÄM rein da. Und das ist für ihn jetzt optimal. Er kann die Wave da rauspushen und kann jetzt sogar backgehen, ohne zu TP'en. Oh mein Gott, was für ein Body Slam hier. Der Bauchrammer von Sprotte, der war ja gerade absolut Genuss. Das war absolute Gönnung. Firop, der rennt hier durch sehr, sehr viele Minions. Also der will hier den Return-Kill, aber Sprotte, er ist einfach zu solid hier mit seinem Gragas. Und ich glaube, man kann das Lob für ihn wirklich wieder auspacken gerade. Das ist einfach nur krass, was er hier, ne, das sieht so träge aus, aber das ist gerade wirklich, wirklich smart gespielt von ihm. Ja, das ist eben die Stärke auch von dem Gragas. Jetzt erster Back, gleich die Tier schon am Start. Also der kann sich da jetzt schön hochstacken. Meanwhile Alex, der jetzt natürlich durch den Invade so ein bisschen behind gefallen ist, jetzt erstmal seine eigene Topside clearen muss, während Siegfried sich schon mal umschauen kann, welche Scuttle möchte er noch nehmen. Vielleicht möchte er schon einen Gank ansetzen. Aber ganken ist noch gar nicht so einfach, gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Er müsste eigentlich auch seiner Botzeit mal aushelfen, aber wir sehen es ja auf der Map, da ist so viel Vision, da kommt er gar nicht ran. Deswegen geht er jetzt auch zur Topside eher und will da mit Mitte bzw. mit seiner Toplane die Scuttle securen. Ja, also mit dem Invade weiß man natürlich, Viego ist jetzt ein bisschen behind. Aber nicht vergessen, bis zum nächsten Back spielt das auch gar keine Rolle. Denn es ist einfach Double Longsword für beide, also die sind in etwa noch gleich stark. Und beide Jungler clearen diesmal jetzt von oben nach unten. Also Alex hat ja da so ein Reverse-Dubadu gemacht. Und ich will eigentlich gar nicht allzu sehr auf diese Prügelei hier eingehen, denn es ist Supporter gegen Supporter, ne? Das sollte nicht allzu gefährlich sein. Man sieht aber die Tankiness von Eddie, die macht Davut schon jetzt ein bisschen zu schaffen. Ja, trotzdem hat er eben diesen einen wichtigen Ward durchbekommen, auf dem man eventuell Alex gleich spotten kann, der aber erstmal in der Mitte ist und damit noch nicht zu spotten ist. Oh, wie knapp war das denn? Da hat die Zenitklinge nicht getroffen hier von Eddie. Und somit ist das ein Flash, ein bisschen fürs Nichts. Ich denke, es ist aber ganz in Ordnung, weil man hat ja den Hextech-Flash. Also da bist du jetzt Expertin, ne? Weil ich glaube, so weh tut einem das nicht.
Nee, eben. Also der Hextech Flash ist eben das Wichtige hier an der Stelle. Gerade auf Leona kann man den immer wieder gut nutzen. Ein schöner Versuch auch. Wäre natürlich doch besser gewesen, wenn es gehittet hätte. Ne? Darüber müssen wir nicht reden. Aber vielleicht kann man hier trotzdem noch was starten, denn man ist versammelt um den River rum. Und wenn Shaxx da die Wave rausgepusht bekommt, dann kann er da moven. Aber ich glaube, man gibt stattdessen erstmal den Drake ab, verhält sich ruhig. Und das ist natürlich an dem Zeitpunkt vom Game auch noch eine kluge Entscheidung, denn man möchte nicht riskieren, dass Shaxx hier Mein stirbt. Gott, auf Top Otto, Lane, ey. ey. Sprotte, der einfach Leben am Limit wie Larry. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Und Oh! bonk! Durch den Flash hier Ult in das Fass. Also den verstärkten Auto-Tag. Und also Sprotte, da bleibt mir einfach jedes Mal die Spucke weg, ne? Das ist unglaublich. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch Ja. sagen soll. Ne? Ich lobe den viel zu häufig. Ne? Der wird hier noch verzogen, wenn wir den weiter so viel loben. Aber er Aber delivert ja auch. er Also. delivert auch. Er deliver, also im letzten Game, da muss man jetzt auch fairerweise sagen, hat er manchmal ein, zwei Mal overstayed. Hat er nicht beachtet, dass er Weakside war. Aber hier ist er ja keine Weakside mehr. Hier hat er ja seinen Gragas bekommen. Ne? Und hier zeigt er, was so ein Gragas kann und bringt eben sein eigenes Team dadurch ganz far ahead. Also der Okay. Drake, den musste man abgeben, aber ansonsten sieht es doch schon wieder optimal aus. Wir haben wieder die Farm-Leads. Gerade der unten auf Bot ist so entscheidend. Wir haben den Draven, der jetzt einen Warhammer und einen Sheen im Inventar hat. Und wir haben vor allen Dingen einen Draven, der da vielleicht gleich auch mal seinen ersten Kill machen kann und dann natürlich fett das Gold einsacken kann. Lieber Anna, würdest du noch ganz schnell den Bild von Sprotte kommentieren? Denn ich finde den gerade sehr, sehr interessant. Ja, es geht hier tatsächlich auf Cooldown Reduction auch in den Boots direkt rein da, damit er eben Firom noch mehr unter Druck setzen kann und geht hier offensichtlich damit auch für eine Full AP Variante und nicht irgendwie so ein bisschen tanky, schmanky. Wer braucht das schon, wenn man hier einfach komplett reinjolon kann? Da Wut ist Okay. oben, um da auch ein bisschen auszuhelfen. Aber diesmal sehen wir Eddie, der das matcht. Das haben wir eben nicht gesehen und das gefällt mir sehr gut. Okay, also wir haben es gehört, Sprotte, der geht hier für eine aggressive Variante und aggressiv wird es jetzt auch direkt auf der Top-Lane. Da Wut ist noch jemand Level 3, hittet hier den Stun erstmal. Wer wird der erste Champion, der fallen wird? Bisher sieht es nach Eddie aus und Eddie kann hier auch wieder zurück in den Grayscreen in die Base. Da Wut flasht hier nochmal knapp und Heartbreaker holt sich den Kill mittlerweile auf der Midlane. Unglaublich knapp hier, aber keiner fällt. Fryro ist hier wirklich literally 1 HP, beziehungsweise ein einziger Auto-Attack hat hier aber mit dem. Shadow nochmal, mit der E, ne? Nochmal ganz, ganz knapp. Das Ding geholt mittlerweile Alex auf der Top für den weiteren Dive. Die Action, sie hört und hört nicht auf. Und Leute, langsam muss man jetzt wieder eine Bremse vor DKB setzen. Sonst sieht das schwierig aus für Ese. Und ich muss sagen, ich bin jetzt sehr erleichtert. Ne? Ich hatte schon Angst, dass ich es gecursed habe, aber sie haben es nur für uns gemacht. Für mich quasi, weil ich gesagt habe, ich wünsche mir drei Games. Vielen Dank. Ne? Wir sehen nämlich, jetzt spielen sie wieder so, wie Oh wir es Mann. gewohnt sind, wie wir es auch erwartet haben. Das zweite Game war irgendwie wirklich. Ja, du hast es in dem einen Fall so im Nebensatz gesagt, not on the same page, aber das war genau das, was wir da geboten bekommen haben. Und diesmal, also sie haben das Buch aufgeschlagen und die Seite ist perfekt bei allen gleich. Und den Herald hat man sich jetzt auch noch gesichert. Das ist eben der Vorteil, wenn man so eine starke Topside hat, dann sind die Heralds sehr, sehr safe jedes Mal. Und den kann man jetzt benutzen, um eben zum Beispiel Shaxx noch mit ins Game zu kriegen. Würde mich sehr freuen, wenn der auch ein bisschen Liebe langsam abbekommt. Der steht da ganz safe unter seinem Tower, hat ewig seinen Supporter nicht mehr gesehen und farmt sich langsam hoch. Und da würde ich mir halt wünschen, dass er da Boah. bald mal alles rausholen kann. Ey, der Sprotte bullied halt hier den armen Ohren einfach wieder. Der will hier gemütlich was craften und dann wird er einfach hier von diesem dicken Fettman da so angebodyslammt und es ist krass, ne? Und Sprotte hat so viel Sustain hier. Auch mit dem, ja, ne? Skills kosten ja weniger Mana mit der Tier, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, der kann da wirklich durchspammen gerade auch mit dem Catalyst. Also der Bild von ihm, ich finde den einfach so gut, wie Lane-Fokus der eigentlich schon ist. Und trotzdem geht es in eine schöne Richtung mit Roa. Und jetzt will ich aber natürlich auch noch ein bisschen auf die andere Seite der Map. Denn der nächste Drache, der, ja, was ist denn das? Vielleicht sehen wir das ja gleich mal, weil ein Infernal kann es nicht sein, der ist schon weg.
Nevermind, ja, erstmal gibt es Catches und zwar Friro ist auf einem Menü und da ist das Shutdown für Shux. Einfach nur beautiful. Shutdown im Sinne von Passive Activated und weiter geht die Action. Da kommt noch das Ohrenhorn dazu. Der Bock kann aber vielleicht kein Ende finden. Ganz, ganz viel Knockup und somit auch Shutdown. Hier für den nächsten Kill geht man. Mana Might wird vielleicht sogar noch den Kill hier holen können. Er ist doch nicht tot. Jetzt, finally, Sprotte kommt auch noch dazu. Und es ist einfach nur ein Blutsbad. Sehr, sehr gute Unstoppable von Firop, um hier das Explosive Cask zu dodgen. Und mein Gott, Anna, was bin ich sehend? Und ich hatte noch gesagt, man hat hier keine guten Silas-Ultis. Ja, natürlich, wenn man sich die Pike-Ulti schnappt, dann hat das durchaus Comedy-Potential hier. Ich muss sagen, ich war selber kurz verwirrt, welcher Pike da wen, wie, wo ultet. Aber Davout hat noch gar keine Ulti. Also alle Pike-Ultis, die wir gerade gesehen haben, waren von unserem Silas. Und Flake oder so hat trotzdem sehr schön mit dem Flash das Ganze outplayed. Und jetzt ist es für den Drake erstmal wieder relativ even. Man muss sich neu positionieren und vielleicht nochmal einen Fight eingehen hier. Aber man ist gut beraten, wenn man dafür eben wartet, bis alle da sind. Das sollte jetzt der Fall sein. Oh, da kommt jetzt der Hook und da trifft Sprotte ein bisschen in Bedrängnis. Aber der Return Damage ist einfach zu gut. Man holt sich Siegfried, man holt sich Davout und der Rest von Ese, der ist jetzt auf dem Rückzug. Und Shaq somit so gut im Game. Mana Might so gut im Game. Und auch Alex, der hat hier schon seinen Black Cleaver. Es ist einfach so, so schön, wie man hier gewartet hat auf alle Teammates. Also ich glaube, oh, hier geht's weiter. Flake oder so droppt ganz schön low, wird aber nicht fallen. Ja, man hat aber wenigstens Drake und Platings gerade gleichzeitig bekommen. Das ist auch schon ein großes, großes Play aus einem Fight, den man ja eigentlich gar nicht mal so, also ja, man hat den gewonnen, aber jetzt da so viel rauszuholen, das zeigt eben die Klasse dieses Teams. Und Sprotte sieht da jetzt aber doch langsam ein bisschen in Bedrängnis aus oben. Muss ich mir Sorgen machen? 2 Level über Firop? Nee, das ist ein Bait. Ist es ein Bait? Das wird ganz schön close. Wir haben den Bock. Aggressiver Flash. Man denied es. Man denied die Ultimate hier von Firop und Sprotte, der einfach ganz, ganz cool hier, ne? Die Sonnenbrille kommt gerade noch so runtergeflogen. Wer hat mich jemals gedauert? Oh mein Gott, nein! Okay, er hat im Calculator alles drin gehabt, aber nicht die Jinx, die einfach noch Impact auf die Lane haben wird. Na gut, Sprotte, Coolness-Faktor war eine 9 von 10 diesmal. Eine 9 ja, von 10 wollte gerade sagen, also das gibt in der B-Note ein bisschen Abzug. Aber er hat eben sein Rod of Ages schon ready, ne? Der wird gleich auch Level, also ist ja schon 2 Level ahead, gleich dann noch ein Level mehr durch Rod of Ages, wenn das die 10 Stacks hat. Das ist, also wirklich, der geht auf der Sideline komplett durch. Ich möchte Flake oder so aber auch nochmal loben, ne? Die ganze Zeit immer mit den Augen überall auf der Map. Wir sehen jetzt schon die ganze Zeit über auch gute Rockets. Manchmal hitten sie eben nicht so ganz, die waren natürlich gerade perfekt. Und trotzdem freue ich mich natürlich für die DKB Diamonds Raw, dass vor allen Dingen Davouts Pike diesmal nicht aufgeht. Konnte sich diese Vorteile nicht so rausholen wie in Game 1. War nicht so früh Level 6, war dann eben noch gecountert worden von seiner eigenen Ulti, die Mana Might natürlich sehr früh schon nehmen konnte, jetzt gerade sich wieder geschnappt hat. Und er ist Level 10 gegen Level 6. Ne? Also der kann gerade den Pike einfach one-shotten, wenn er möchte. Was er natürlich nicht kann, weil da noch 3 andere sind, aber vielleicht ergibt sich da gleich eine Situation. Ja, ne, und bisher ist wirklich 1-0 mit den Globals für Blake gegen Shux. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Team-Effort, ne, wie man das nee, callt. Nee, Shux hat auch mit so. Dem einen, ne, sein Ach, einer stimmt, Kill, der im war Teamfight, auch. Also es steht 1-1, so gesehen. Stimmt. Ja, das war ja so im Fight, also. Genau. Es gibt für mich einen halben. War nicht so krass. Ja, einen halben, ne. Gibt einen halben. Ja. So. Aber trotzdem, es hat natürlich die Passive geprockt. Kill ist Kill. Also Shux ist da, glaube ich, schon sehr, sehr happy. Und sein Inventar sagt uns das ja auch, dass er sehr, sehr happy ist. Also, oh ja. Er ist mehr als nur gleich auf. Und der Heralds, ja, der spawnt dann ja wohl gleich und den gibt es jetzt vielleicht erstmal zu contesten. Mhm. Und das sieht gerade sehr gut aus für die DKB Diamonds, denn die stehen da schon bereit, die haben gute Vision, die sehen Davout hier anlaufen.
Und treffen den ganzen CC. Heartbreaker auch nochmal, dass da Wut eben nicht rauskommt. Ja, Pike ist slippery, aber er ist absolut nicht im Game. Und wenn man ihn einfach nur komplett weg-CC't, ist er halt auch relativ squishy. Er kann ja durch die Passive nicht mal Health-Items bauen, by the way. Wer das noch nie durchgelesen hat, sollte das mal nachholen. Das ist eine ganz, ganz weirde Passive. Und ja, die Position von Firop ist auch ganz, ganz schön weird. Die Position von Siegfried ist auch ganz schön weird, denn ich weiß nicht, wann er seinen Warrior Strixer wieder ready hätte. Jetzt ist die Antwort, er hat ihn sich ganz, ganz schön lange geholt. Manamite holt sich den Kill, wird dafür aber das Shutdown an den Affen abgeben. Meanwhile auf Toplane holt man sich den Kill natürlich, den man sich damit vorbereitet hat. Und ob es für den Turret auch gleich reichen sollte, das sehen wir dann bei der nächsten Mini-Wave. Ich glaube, vielleicht gehen sie auch für den Herald hier. Sie sind zu dritt. Ich glaube, sie können das sogar machen. Man stellt einfach Sprotte auf die Topside, der kann da weiter pushen. Und ne, sie ziehen sich zurück, sie bleiben kontrolliert. Ich glaube, ich wäre da greedy gewesen auf den Herald. Mittlerweile hat man halt den First Tower in der Mitte verloren, denn Flake oder so, nochmal, ne? Ich lobe ihn hier sehr viel, aber auch hier, er hat genau richtig gehandelt. Er ist da nicht irgendwie nochmal mit dem Fight hinterhergerannt, sondern hat sich gesagt, bisschen Global Gold. Das würde meinem Team jetzt gut tun und hat sich das geschnappt. Also auch da eigentlich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ob das aber ausreicht, ne? Das sei mal so dahingestellt. Denn Shax ist unglaublich stark gerade. Manamite hat jetzt auch schon 1,5 Items fertig. Und Alex auf seinem Viego schon 4-1, Black Cleaver schon am Start. Okay. Also besser kann es gerade nicht laufen. Und er geht hier auch gleich für das ADC-Item mit dem neuen Crit-Scaling auf der Viego, ne? Blade of the Ruined King-Ability, der Q. Auch gern Point the Stick into your Direction genannt von mir. ist halt auch unglaublich stark. Und das sieht ja wirklich nach Kraken aus im Moment. Also das ist ordentlich viel Damage mit dabei und trotzdem eine Tankiness. Und trotzdem, ja, ich sage das Wort gerne wieder, Sis hier ist zuerst am Objective und man ist so ein bisschen im Zugzwang. Da kommt jetzt das Ohrenhorn von Manamite. Der Drache ist erst auf 4000. Das heißt, der Fight, der bricht hier aus. Ein aggressiver Cyclone. Siegfried droppt low, ist im Trickster. Wunderschönes Fass auch nochmal. Manamite stirbt hier zwar und kann man das Ganze hier nicht finishen. Flake hat die Resets. Man hat noch mehr Resets im Sinne von Davut. Man hat hier den Counter-Engage. Das hat doch zuerst so gut ausgesehen. Was ist hier passiert, dass man diesen Turnaround gefunden hat? Für Ese. Oder so stand die ganze Zeit frei. Und ich meine, der hat ja auch schon einen Krankenslayer. Du hast ihn gerade angesprochen, den Krankenslayer auf Alex, der noch nicht fertig ist. Aber auf Flake ist er schon fertig. Und der konnte hier einfach for free hitten im ganzen Fight und das tut dann weh, das hat sich gerecht. Und da musste man jetzt echt sehr viel einstecken, ne? Drake verloren, Mid Tower verloren, den Red Buff wird man hier wahrscheinlich auch noch abgeben müssen. Vielleicht mit einem Smite kann man da noch was machen oder mit dem Catch. Okay, da sind erstmal alle auf Weltreise, aber die Jinx, die ja der immobile Carry wäre, die ist dann doch in Sicherheit geschmissen worden. Okay, ich habe meinen Mund schon wieder zu voll genommen. Hier einmal Kill auf dem Pike und der andere Kill Alex. Der darf jetzt erstmal auch Kraken erleben, ja? Als Jinx eben. Da ist es natürlich auch viel, viel stärker, weil du bist ein Range Carry. Solange du lebst, ist der Damage mit den Rockets natürlich sehr, sehr eklig. Ja, also gerade bei Jinx eben. Vor allen Dingen jetzt ist IE auch noch ready. Ne? IE jetzt auch als zweites Item baubar, weil es schon bei 40% Crit-Chance seine Passive auslöst. Und das ist wirklich, wirklich gerade ein großer Spike hier für Flake. Aber genauso auf der anderen Seite natürlich, ne, Shax und Alex sollten jetzt auch gut genug dabei sein. Ja, da ist bei Alex gerade der Krankenslayer reingekommen ins Inventar. Also auch sie können jetzt gerade sehr gut fighten. Und gerade der Kraken ist wichtig, um Firop später auch noch down zu kriegen. Denn so viel Schaden haben wir an ihm noch gar nicht bisher. Auch Manamite wird ein bisschen strugglen, um diesen Jack-Show-On down zu kriegen. Von daher schön, dass man hier Alex als Absicherung hat. Man muss allerdings wirklich auf Flake achten in den Fights, damit man ihn zumindest so weit wegzont, dass er nicht for free hitten kann. Also, ich bin ja auch ehrlich, so ich als Evie Diego-Enjoyer,
das hätte wahrscheinlich eine Lens sein sollen. Whoopsie Daisy. Oder man will jetzt ja wirklich für einen Midlane-Fight schauen und dann dem Gragas so ein bisschen extra Pressure mitgeben, dass man eben nicht einfach Nash machen kann. Entschuldigung, dass ich dich gedauptet habe, Alex, aber der Herald ist actually sehr, sehr smart. Das hat im Grunde so ein bisschen weird ausgesehen, so mitten beim Camp. Und jetzt geht's erstmal an den Nasher. Denn Nasher, 6000 HP und DKB, die schauen hier vorbei. Wir haben TP auf Sprotte eben nicht ab und deshalb wird hier auch gegangen für das Play. Es ist ein 5 gegen 4, aber man ist hier so awkward am Nasher noch dran. Man muss fast für einen Steal-Versuch gehen. Hier kommt jetzt eben dieser Damage auf Firop durch. Er wird nochmal gehealt. Alex geht rein. Er verliert den Smite-Fight. Ist natürlich absolut sad, aber was willst du machen, wenn du als Ese das Ding auf einer gewissen Zahl runterbursten kann? Ist sehr, sehr schwierig für Alex. Auf der anderen Seite, der Herald hat noch einiges wettgemacht, aber Anna, ist das etwas, womit du halbwegs glücklich sein kannst als DKB? So richtig glücklich bin ich nicht, ne? Also sie kriegen jetzt hier viele Tower noch, mit Tower ja auch. Sie haben das Beste aus der Situation gemacht, sie haben das Beste aus dem fehlenden TP gemacht. Oh-oh. Aber apropos TP, ne? Ja, apropos TP, Firop ist in der Flank-Position, Friro ist in der Flank-Position und Shax und Manamite, die müssen rennen, Beine in die Hand hier. Manamite wird gesmited für den Slow, er kann sich hier eben mit dem Kingslayer noch ein bisschen hochhealen, aber wie viel Cooldown hast du gerade auf dem Spell? Und wenn natürlich die Gegner ranged sind, dann gibt es eh nichts mehr zu machen. Zweiter Cyclone noch für extra Move-Speed. Alex versucht hier Ese ein bisschen zu scaren hier mit dem Mist, aber da gibt es natürlich nichts, wovor man Angst haben müsste. Und trotzdem, okay, entscheidet man sich für den Reset erstmal, denn Shax ist ja auch bald wieder ab. Ja, man kommt hier auch nicht so wirklich durch, ne? Also Sprotte ist die ganze Zeit über eine riesige Gefahr. Und auch Alex und Manamite sind gut in-game, ne? Also dürfen wir nicht vergessen, 6-3 Silas kann da jederzeit auch nochmal wirklich fies werden, gerade wenn er die richtigen Ultis zur Hand hat. Aus dem Gegnerteam, Pyke-Ulti ist so ein Beispiel. Oder auch mal die Syndra-Ulti sich einfach zu schnappen, wobei die natürlich dadurch, dass man vorher keine Bällchen stacken kann, nicht ganz so stark ist. Aber zum Aufräumen, gerade von Flake, kann es durchaus mal reichen. Und jetzt ist wirklich die Frage, ne? Sie haben gerade ihr TP geburnt, können sie hier nochmal einen Catch generieren? Mhm, die TPs sind raus, aber Eddie, der ist noch nicht raus aus der Action. Siegfried, okay, ja, Cyclone wollte er noch nicht burnen. Ich war mir gerade nicht mal sicher, ob der Skill wieder ab ist, aber mit über 50 Ability Haste oder Minimum 50, natürlich ist es wieder ab. Und endlich hat man diesen Midlane-Turret geknackt. Das ist natürlich ultra wichtig für die Kontrolle. Auf der anderen Seite, hier auf der Botlane, da holt man sich mit dem Nasher-Buff, der nicht mal allzu lange halten sollte, holt man sich natürlich noch was. In der Mitte versucht man zu defenden, aber Firop kann hier eigentlich sehr, sehr wenig ausrichten gegen die geballte Kraft von Sprotte und Shax. Und auch auf Top-Lane bekommt man hier wieder sehr, sehr gute Trades. Also, wie du es schon gesagt hast durch die Series, das Makro von DKB ist sehr, sehr gut. Genau, das sind eben diese kleinen Vorteile, die sie sich immer wieder rausholen. Aber das bedeutet trotzdem, dass sie diesen Drake jetzt sehr sicher abgeben müssen. Es ist der Soul Point, aber sie haben da gerade keine Möglichkeit, dahin zu moven. Ne? Die Waves stehen nicht richtig. Und ich sehe gerade im Chat, es wird gesagt, ESE sollen wir sie nennen. Also ESE wird auf jeden Fall diesen Drake bekommen. Und das setzt jetzt schon so einen Druckpunkt für DKB, um den vierten dann schon wieder fighten zu müssen. Und wissen aus Game 2, dass das nicht unbedingt funktionieren muss. Ja, es ist ja, okay, du kannst ein bisschen hochfarmen und so. Dragon gibt ja schöne Stats, aber eben sehr wenig Geld und genervt wurde es auch noch. Und Davut muss hier noch ein bisschen weghüpfen, sonst wird er dann eben gecatcht von Alex. Aber eben Slippery Champion, wo waren wir? Geldverteilung, ne? Geld regiert die Welt. Aber du hast es ja auch schon im zweiten Game wegen Pyke angesprochen, da haben wir Ohren und wir haben eben auch die Drachenbuffs, die sind nicht dabei bei dem Geld. Also ja. Ich glaube, dieser 2K Gold-Lead, den man hat, wie real der wirklich ist in den nächsten paar Minuten, wissen wir nicht, ne? Nee, ich würde sagen, der ist eigentlich gar nicht vorhanden an der Stelle. Denn diese Mountain Drakes, die tun halt unglaublich gut. Einzelne Mountain Drakes sind schon auf Squishies gut. Und ich meine, jetzt guckt der Firop an, ne? Der nimmt die Drakes und er schlucht sie auf und er wird einfach gar nicht mehr sterben, solange er da nicht mit mehreren Membern angegangen wird. Also das ist wirklich
wird sich zum Problem verwandeln, vor allen Dingen, wenn man dieses Soul abgibt. Wenn dann alle auch noch das extra Shield oben drauf haben, dann kann man eben diese Explosivität, die man hier eigentlich im Draft ja sich zusammengebaut hat, gar nicht mehr nutzen. Und das bedeutet für mich jetzt erstmal ruhig spielen auf DKB-Seiten. Einzeln mal gute Wards setzen, vielleicht auch nach einem kleinen Catch schauen, denn Eddie kann da ja durchaus was ausrichten. Man muss allerdings auch andersrum sagen, Flake läuft hier nie getrennt vom Team rum. Also das ist was, was wir selbst auf höherem Level oft sehen, dass AD-Carries alleine mal eben eine Midwave annehmen und dann gecatcht werden. Das passiert Flake hier in dieser Series nicht. Also Lob an der Stelle. Aber trotzdem, vielleicht kann man da nochmal irgendwann mit einem Solar Flare doch nochmal was machen. Es wäre natürlich der Wunsch hier, endlich mal Flake nochmal einen zweiten Tod zu gönnen. Da ist auch der Versuch, wie du es schon angesprochen hast, aber es bleibt ein Versuch und ein nicht erfolgreicher. Leider, leider für DKB bleibt es hier so ein bisschen ein Abwarten, ein Fischen. Aber ich glaube, langsam kann ESE das doch irgendwie outscalen. Denn Firop hat jetzt Level 13 gehittet, also es gilt jetzt hier für ihn wirklich seine Teammates abzugraden. Und auf der anderen Seite, ne, aus den Mountain Dragons werde ich auch nie wirklich schlau. Shax, apropos ADC, der alleine die Midlane Wave versucht rauszupushen. Das mit X war wohl nix, auch wenn es zwar kein Death from Below gab. Shax ist jetzt erstmal weg vom Fenster für eine halbe Minute. Und das könnte sehr, sehr stark ins Auge gehen. Sprotte macht da noch die Base der Gegner, um so ein bisschen das 1-1 an den Inhibitoren rauszuholen. Und man versucht sie jetzt einfach davon abzuhalten, den Inhib zu nehmen oder backzuporten. Also ich glaube, man muss hier gar nicht den Feind nehmen. Es reicht schon aus, wenn man verhindert, dass sie in die Base gehen. Und jetzt sehen sie eben, dass der TP von der Syndra durchkommt. Und das ist für Sprotte das Signal, nochmal wieder in die Base zu gehen, sich den Inhib zu schnappen. Und er kann ja selber mit seinem TP dann nach dem Fight noch joinen. Also schnell Inhib nehmen. Und dann ab zum Baron könnte noch eine Möglichkeit sein. Ich weiß nicht, wie schnell die am Baron sind. Mit Jinx sind die natürlich auch sehr schnell, ne? Ja, Hälfte Leben. Das wird alles sehr knapp. Hälfte Leben. Also jetzt wird es langsam wirklich ein absolutes Ding hier. Das wird so wirklich der entscheidende Moment. Man macht einen Damage-Stop. Man will das Ganze natürlich nicht flippen. Geht man hier jetzt rein? Alex, kannst du wohl überbringen? Und er holt sich den Asher. Er holt sich das Ding. Und auf der anderen Seite die Teepees. Was geht denn da in der Enemy Base ab? Ich meine, ja, Shax und alle sterben, aber er muss gerade nur möglichst schauen, dass niemand hier backporten kann. Davut und Freeroll zusammen können sich Sprotte natürlich holen und da auch nochmal Shutdown plus extra Gold Death from Below. Ich bin gerade absolut sprachlos. Der Stil ist durchgegangen, aber alle sind gestorben und niemand hat jetzt diesen Buff. Sie haben es versucht mit dem Backdoor und die Idee war eigentlich gut, aber leider muss man sagen, dass ESE auch schnell reagiert hat, eben es geschafft hat, auch noch Member wieder zurückzuschicken. Sie haben auch den Control Water aufgestellt, damit man auch ja nicht nochmal dahin TPen kann, denn Sprotte hätte eigentlich noch ein TP ab. Aber wie knapp war das denn? Also es war ja auf Messerschneide gerade in der Situation. Ich finde es schön, dass der Stil noch durchgegangen ist, weil jetzt keinen Baron-Buff auf den Gegner zu haben, ist huge. Einfach, weil sie sonst noch besser die Waves hier hätten reinpushen können. Und es geht ja jetzt gleich an die Soul, ne? Also schon wieder ESE in der besseren Position. Ich weiß nicht ganz, wie die DKB Diamonds jetzt diesen nächsten Fight angehen wollen. Die wollen Base racen. Schau mal die Pings. Aber das geht halt nicht. Da sind Wards. Ey, also mein Herz kann das nicht nehmen. Leute, ich war noch vor ein paar Wochen jetzt mit Grippe im Bett und bin immer noch, ne? Ich merke es noch so ein bisschen. Das ist eine Herzmuskelentzündung, die sich da anbahnt bei dir. Ja, also ich merke es ja noch ein bisschen. Der Hals und ne, alles ist noch nicht perfekt. Also bitte, DKB, macht mir doch nicht so, ne? Ich muss auch in die Notaufnahme, wenn das so weitergeht. Also, wir haben jetzt ja den Elder wieder als Chance. Und ich hasse es, dass ich das sagen muss, Mann. Ich will das gar nicht sagen. Jetzt hier die Soul abzugeben und in der Zeit ja mehr oder weniger nichts zu machen, muss man jetzt mal so hart sagen. Sie haben ein bisschen Jungle Camps genommen. Weiß nicht, ob das ausreicht, um dieses Game nach Hause zu holen, denn der Gold Lead, der ist nicht vorhanden. Der steht da zwar oben, aber der Ornn fängt an, die Items zu upgraden. Wir haben hier eine Jinx, die Rapid Fire Cannon jetzt auch noch hat. Also die hat quasi Range over 9000 gefühlt. Wir haben eine Syndra, die einen Sonyas hat und damit auch nicht mehr einfach im Fight abzuholen ist, auch nicht mit einem Heartbreaker.
Das sieht hier gerade gar nicht mehr so gut aus. Und ich habe jetzt echt Angst, ob wir nicht doch ins Lower Bracket rutschen, wenn das hier so weitergeht. Oh Mann, ich hänge mich gerade noch auf. Ich hänge mich wirklich gerade noch auf diesen Pings gerade, dass sie wirklich gesagt haben, hey, wir gehen da über die Wall und wir finishen das Game einfach. Du hast ja immer noch TP auf Mana Might, der bald wieder ab ist und der auf Schrott ist sowieso die ganze Zeit schon ab. Also das könnte wirklich noch absolut scrappy werden. Man sieht ja auch, wie die Member vom DKB hier so verteilt auf der Map so ein bisschen rumtänzeln und da auch Wards placen, schauen, wo sind Enemy Wards. Also sobald sich ESE aus der Base traut, ja, ich weiß nicht mal, ihr irgendeinen XP-Versuch machen könnte oder sowas. Es wäre natürlich ein absoluter Abschluss von der Banger-Series. Da muss ich auch Frage an dich jetzt geben. Denkst du denn wirklich, ein Straight-on-5-on-5 ist nicht mehr gewinnbar für DKB? Das ist so schwer zu sagen. Ne? Ich bin der Meinung, es ist immer noch gewinnbar. Und zwar, wenn man Flake gecatcht bekommt oder zumindest angehen kann im Fight und ihn komplett raussauen kann. Oder... Ja, was heißt oder, ne? Flake. Flake, damit steht und fällt es. Also, ja, Syndra ist hier natürlich auch gut dabei, aber ich glaube, wenn man Flake bekommt am Anfang des Fights, dann ist das easy. Der sicherere Weg ist natürlich jetzt, über die Super-Minions, die man ja selber hat, einfach Pressure aufzubauen, alle Waves konstant in die Gegner reinzudrücken, um ihnen dann jetzt einfach 2 Minuten lang keine Luft mehr zu lassen und dann den Baron zu nehmen und im Anschluss den Elder. Also, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Man hat ja mit Alex auch eine gute Möglichkeit, ihn, wie wir hier sehen, auch auf die Sidelane zu stellen. Er ist immer safe mit dem Heartbreaker. Aber ich mache mir wirklich Sorgen, dass Flake einfach mittlerweile so weit hinten stehen kann, dass niemand ihn mehr erreicht. Ja, und da müssen wir natürlich auch nochmal diese, ja, ich werde eh nie schlau aus Mountain Drakes. Ist es jetzt besser für die Tanks, die damit skalieren, aber eh schon hohe Werte haben? Ich denke halt, als Jinx beschwerst du dich nicht. Du weißt, ich will nicht sterben. Also, Der Punkt ist halt, diese mehreren gestackten Mountain Drakes, die sind gerade für die Tanks gut. Ein einzelner Mountain Drake ist besonders gut für die Squishies, also gerade für so eine Jinx. Aber die Mountain Soul mit dem Shield auch noch, die ist natürlich für alle super gut. Und die ist vor allen Dingen gegen die Comp von DKB gut, weil sie eigentlich ja engagen wollen. Und oh, oh, Alex, ich hatte gesagt, ja, er ist safe. Bitte strafe mich hier, keiner lügen. Ja. Nee, er ist safe. In Alex, meanwhile hat man Top-T-Pressure. Also es ist wirklich... Ich stelle da irgendwie Herzmedikamente in Rechnung nach diesem Game. Ja, also wie gesagt, geht mir ähnlich. Ne? Die Ambulanz geht dann auf die Kasse vom DKB. Wenn ich nach dem Game... Ich muss doch wieder ready sein um 18 Uhr, ne? Also. Ja, ne, um 18 Uhr geht's weiter. Nicht vergessen. Richtig, wir haben hier nicht so viel Pause. Ja. So oder so. Und für die Spieler geht's natürlich ähnlich. Also... Als Spieler hier bist du auch gerade absolut on edge und da können natürlich auch kleine Fehlerchen passieren, wie zum Beispiel, dass ein Flake oder so mal von irgendeinem wichtigen CC gehittet wird, wie einer guten, gestealten Ultimate von Mana Might oder einfach nur Eddie, der hier in seinem Kit ja mehr als genug CC hat. Es könnte passieren... Schleichen die sich da gerade schon wieder in die Base rein? Nein, das willst du mir doch nicht erzählen. Das willst du mir doch nicht erzählen, wie sie hier die ganze Zeit... Die wollen da jetzt den Top-Tower nehmen. Das könnte sogar okay sein, weil Gott, Alex auf Bot auch noch den Alex ist auf Bot, ey. Also die das machen Makro. Einfach die 500 IQ-Move, der aber nicht, also der ist sehr risky, ne? Weil bei jederzeit, auf jeder Seite irgendwer dann doch noch gecatcht werden könnte. Und für Alex wird's gerade catchig zumindest. Oh no, Siegfried, der ist jetzt in der ganzen Composition mit dabei, holt sich somit einen guten Knockup. Alex muss flashen, um aber da rauszukommen. Yes! Ja, und sie haben sie einfach abgelenkt. Ey, also, ne, es ist wirklich, sie outsmarten hier ESE komplett. Die haben so viel verwendet, um da unten zu sein. Oh, mein Auge war wirklich, der klebte auf dem Icon von Flake oder so. Wann schießt er die Rocket? Könnte das der Stil sein? Und jetzt haben wir hier den Reset. In 40 Sekunden spawnt dann noch der Elder Dragon. Und was wird jetzt hier makrotechnisch passieren? Ich meine, sie sollten jetzt keinen Fight gerade nehmen. Sie sollten erstmal ein bisschen ruhig spielen, versuchen, diesen Inhib zu deffen. Okay, das ja kein Fight nehmen war wohl nix. Hier, Mana Might hat sich die Ohrenulti geschnappt und holt sich dann einen sehr, sehr guten Knockup. Noch ist aber niemand gestorben. Ferop ist ein bisschen sehr weit vorne, muss da raus gehen. Und der Inhib wird
nicht fallen so weit. Friro versucht da natürlich noch mal was mit der Range, aber Firop ist zu low und kann nicht mehr Frontline, kann kein Space mehr kreieren. Und DKB, die wollen danach, die wollen jetzt natürlich auch die Midlane Priority holen, denn jetzt spawnt der Elder Dragon, da sind auch schon die Pings. Firop hat aber Teleport ab, um direkt wieder zuzukommen. Das wird jetzt ein spannender Fight. Der entscheidende schlechthin vielleicht. Entscheidende. Eddie wird erstmal gecallt. Flake holt sich damit das Excited, den Reset. Resurrecting heißt es hier. Man kommt noch über die Wand weg, aber Firop holt sich hier noch Sprotte. Somit eine Minute auf dem Toplaner von DKB. Und es gilt hier jetzt vielleicht direkt für den Finish zu gehen. Den Drachen, den braucht man gar nicht. Man legt hier alles nochmal in diese eine Chance. Man hat aber nur eine kleine Wave. Manamai, Chux und Alex, haben sie vielleicht genug Wave-Clear? Syndra holt sie ordentlich Power raus. Sie holt so viel, geht nochmal golden. Hier ist es 3 gegen die ganze Shutdown. Hier nochmal für Alex. Er ist jetzt Syndra, er ist im Driver Seat. Kann er das Ganze holen? Die Antwort ist nein. Man geht in das Lower Bracket nach einem absolut schwierigen, spannenden und gleichbleibenden Spiel. Es war die ganze Zeit auf Messerschneide. Und im Endeffekt, man hat so viel so gut gemacht. Aber DKB, sie ziehen einfach den kürzeren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da... Es war so knapp gegen Ende, ne? Also ich glaube, wenn man da jetzt noch einen Ticken ruhiger gespielt hätte, den Baron-Buff mehr ausgenutzt hätte, die Waves mitgenommen hätte mit diesem Baron-Buff und dann über die Waves gespielt hätte und nicht so irgendwie seitlich schon reingerannt wäre, dann hätte das nochmal gut ausgehen können. Aber... Lob an ESE. Sie haben hier den Sieg geholt und können damit im Upper Bracket weitergehen. Gegen, Moment, ich kann schon mal gucken. Gegen Semperkoi müssen sie ran. Also euch schon mal good luck um 18 Uhr. Und uns natürlich auch good luck, denn wir müssen im Lower Bracket dann ran gegen. Krass. Deep Crimson, tatsächlich. Boah, I'm still shaking. Weiß nicht, ob ihr das hier so sehen könnt, aber ich bin wirklich, also, boah, ich bin durch, ne? Das war wirklich so ein Nailbiter gerade. Und lustig ist übrigens, ich wusste gar nicht, dass die Playoffs so geseedet sind, aber dass wir gegen genau die gleichen Gegner spielen, die gerade auch gegeneinander gespielt haben, ne? Also, ESE darf gegen die Sieger ran und wir eben gegen die Verlierer. Und ja, das ist, also, ist für mich tatsächlich ein bisschen enttäuschend, dass wir so früh schon uns in Oberbracket droppen. Ja, also, du darfst gerne mal kurz erklären, was bedeutet das denn jetzt für den Rest der nächsten, also von heute und den nächsten paar Tagen, was das Spielen angeht? Du hast das schon so ein bisschen angeklungen, morgen gibt es ja auch noch Games und du hast auch gesagt, ja, Sonntag ein bisschen chillen, rausgehen und Sport machen, wird, glaube ich, nichts jetzt, ne? Nee, da muss man dann früh aufstehen für. Also, das ist so ein bisschen das Problem, denn die Playoffs sind so gesetzt, dass es eben fürs Lower Bracket logischerweise eine Spielrunde mehr gibt. Die ist Sonntag um 14 Uhr. Jetzt um 18 Uhr spielen alle Teams nochmal. Aber morgen um 14 Uhr dann eben nur das Lower Bracket. Und dann musst du halt um 18 Uhr auch wieder ran. Und das ist schon anstrengend. Und das kostet dich eben auch jede Menge Nerven, denn du spielst ja nicht, wie gesagt, das ist ja kein Scrim, wo du mal was ausprobierst oder so vor dich hinspielst, sondern da geht's um alles, da musst du hochkonzentriert sein. Und gerade das ist eben der Faktor. Du bist ja im Lower Bracket. Wir dürfen jetzt kein Best of Three mehr verlieren, wenn wir nach Div 4 wollen. Und das ist schon ein bisschen Pressure, ne? Ich glaube, ne, Diamanten entstehen ja unter Druck, ne? Aber ja. Das wird anstrengend. Ja, ich würde sagen, es wäre fitting zum Name. Ne? Den immer, ja, unter Druck. Es gibt Leute, die funktionieren da besser. Es gibt Leute, die, ja, geben dann komplett den Geist auf, sage ich mal. Ne? Ja. So oder so. Es gibt Leute, die spielen onstage besser. Es gibt Leute, die spielen in ihrem gewohnten Zuhause besser mit Airconditioning und was weiß ich. Wir werden es sehen. Es geht echt nicht allzu lange. Meine Uhr da drüben, die sagt, es ist 16.30 Uhr, also in 1,5 Stunden, wenn ich nicht falsch liege, ne? 18 Uhr. Genau. Muss man wieder ready sein, also einmal das Team, einmal wir als Caster wieder und ihr im Chat, alle, die mitgeschaut haben, ihr seid natürlich auch wieder ready, denn eben, jetzt gibt es kein Sicherungskissen mehr, es ist jetzt einfach nur do or die.
Und somit Lasst gerne sind die. übrigens auch ein Follow da, ne? Wir freuen uns über jeden Follow. Wir sehen ja hier, gibt es auch über den Co-Stream aus Div 2 und da werden wir am 30.03. ja auch nochmal die DKB Diamonds aus Div 2 im Finale antreten sehen. Da können wir jeden gedrückten Daumen gebrauchen, ne? Denn ich habe die Medaille schon in der Hand gehabt, die es da zu gewinnen gibt. Medaille gibt es hier in den Playoffs leider erstmal noch nicht, aber dafür Div 4 und also ich finde schon, dass das Team Div 4 eindeutig verdient hätte. Ich bin ein bisschen traurig, dass das letzte Game jetzt doch so ein bisschen chaotisch wurde. Aber wir dürfen gespannt sein, dann weitergeht gleich. Vielleicht war das auch der Call, um zu sagen, ey, vielleicht haben wir es zu locker angegangen. Wie gesagt, do or die, die Stakes sind high und wenn es sich reimt, dann muss es immer true sein, sage ich. Genau, ja, richtig. Genau, um 18 Uhr geht's weiter. Im Loser-Bracket. Und nochmal, wenn man dann verliert, ist man raus. Also, ja, mir fehlt immer noch ein bisschen die Spucke und die Worte nach diesem absoluten spannenden Krimi, den wir jetzt hatten. Entsprechend, Leute. Ich würde sagen, ne, wir erholen uns erstmal alle ein bisschen. Wir gehen jetzt erstmal was essen, nochmal einen schönen Beruhigungstee trinken. Ja. Und dann sehen wir uns um 18 Uhr alle wieder. Und ich danke euch aber schon mal fürs Reinschauen. Und wir gehen jetzt nehmen den Stream kurz offline und dann sind wir um 18 Uhr wieder da. Bis dann.